Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder mit Act of Aggression und wir haben was zu tun. Wir müssen nach hier hinten, ja, und mal gucken, was uns da erwartet. Ich, ja, bin nicht allzu guter Dinge. Ich glaube, wir sind unterbesetzt. Aber, ja, jetzt hätten wir wieder Geld. Wisst ihr was, wir nehmen den auch noch mit. Und machen hier schon mal ein bisschen Nachschub. Was kosten die gleich nochmal? 1100, das Geld haben wir nicht mal. Dann lasst uns doch mal noch mal zwei Scharfschützen machen. Die haben wir jetzt alle hier in den Fahrzeugen drin. So, aber das dauert jetzt wieder ein Momentchen. Okay, jetzt klappt es aber hier mit Geld generieren sozusagen besser. Nachdem wir hier zusätzliche Fahrzeuge gekauft haben. Das ist doch schon mal wunderbar. Wo kommt ihr denn raus? Da vorne? Das ist eigentlich auch nicht so unbedingt ideal. Lauf doch mal nach dahin. So. So, aus Command & Conquer Zeiten kenne ich es noch so, dass wenn wir jetzt angreifen und da nicht unbedingt groß reüssieren, dann greifen die relativ schnell unsere Basis an. Und wir sind hier halt doch komplett ungeschützt. Wir haben eigentlich außer hier diesem eher für Hubschrauberattacken ausgerüsteten Fahrzeug eigentlich nichts Zusätzliches. Naja. Ist der da? Der ist da. Das ist ein Sniper. Der könnte ja mal... Der kann doch eigentlich, wenn der mal hier hingeht, dann... hat der eine gewisse Sicht. Wobei in den Kommentaren gerade stand, dass die irgendwie alles nicht sehen, offensichtlich, die Infanteristen. Und irgendwie stimmt's, die bräuchten teilweise echt eine Brille. Na, jetzt gucken wir mal, ob das was bringt. Wir rücken mit denen auch schon mal vor. Ich habe gesagt, wir versuchen das jetzt einfach mal. Diesen Sniper lassen wir mal hier. Dann haben wir wenigstens eine kleine Verteidigung. So, der Vorteil ist natürlich von so einem, ja, nennen wir es doch glatt mal Kundschafter, dass der auch das Gebiet halt aufdeckt. Du hast die Permission. Machst du das automatisch oder muss ich dich permissieren? sich zu bewegen, was? Straßen zu verwenden. Macht er das dann, bewegt sich der dann echt automatisch? Nein, da muss ich ihm das Ziel zuweisen, okay. Was haben wir hier? Das ist allerdings schlecht. Was haben wir denn? 1400? Können wir das Ding eventuell verkaufen und ein neues bauen? Ich werde das mal ganz schnell versuchen. Na? Wird abgebrochen. Und dann bauen wir hier mal noch eines hin. Okay, das müsste ja wieder ein bisschen Geld gegeben haben. Ich hoffe, die ganzen Fahrzeuge hier, die Zuliefererfahrzeuge, wie nennt man die denn? Früher waren es Tiberiumsammler. Hier sind es Ölsammler. Nicht, dass ich die dann wieder neu kaufen muss. Habe ich die gleich mitverkauft? Das wäre dann nicht so clever gewesen. Aber dann habe ich schon wieder was gelernt. So, kommen wir zurück zu unserem Sniper-Kollegen. Wo ist der denn? Nanu? Hallo? Habe ich den abgezogen, weil ich... Moment, läuft hier irgendwo ein Sniper-Mensch? Hier ist er. Was machst du denn hier? Geh doch mal nach hier. Genau. Ich war hier am gucken, was der alles machen kann. Ziel zu zerstören und so weiter. Selbst an ein sichtbares Ziel. Nein. Nein, 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 nein. Kameraverfolgung, Einheit soll da bleiben, wo sie ist. Die sehen halt tatsächlich nichts. Also der müsste doch ein bisschen weiter sehen. Wenn wir den hier in den Wald reinstellen, das ist halt natürlich nicht so, dass der sich da verstecken kann. Der steht dann da, dann fällt ein Schuss von ihm, also er schießt einmal und dann hauen sie ihn zusammen. Das kennt man auch. Ja, wir lassen den mal. Okay, wisst ihr was, wir haben gespeichert. Wir versuchen das mal. Vielleicht ist es ja einfacher, als ich gedacht habe. Wir werden es gleich rausfinden. Das hat ja schon mal funktioniert, das sind auch relativ fette... Panzer, muss ich sagen. Okay, und es ist doch cool, dass man, dass wenn sie fahren, sie schießen trotzdem. Das kenne ich auch noch aus Command & Conquer Zeiten. Wenn dann Panzer angewiesen wurde, hier hinzufahren, ist er gefahren. Dann hat er aber nicht mehr geschossen auf die Sachen hier. Das war wahrscheinlich technisch gar nicht machbar. Ja, da ist wieder so ein blödes Haus. Wie sieht's aus mit der Gesundheit der Panzer?
Wir bleiben mal hier. Solange die keine Waffen haben, mit denen sie hier eine Granate mitten reinballern, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also die Fußgänger haben keine große Chance. Die sollen mal noch hier hin, damit sie mitkämpfen. Das fällt gleich in sich zusammen hier, das Haus. Ist viel. Und was ist mit den Leuten? Die sind dann wahrscheinlich tot. Okay. Wisst ihr was? Jetzt könnten wir hier mal einen rauslassen. Aber nur, wenn einer drin sitzt. Hier sitzt einer. Wie kann man die denn einzeln rauslassen? Die Einheit einwesend. Die einer Infanterieeinheit befehlen. Ja, es steigen alle aus. Okay, wisst ihr was? Dann steigen zwei wieder ein. Und der hier, wo ist er denn jetzt? Der hier. Der soll sich hier mal um die kümmern, denn das gibt ja auch Geld. Bevor wir weiterziehen. Aber wir müssen schon hoch. Also ich denke, das ist vielleicht dann doch nicht ganz so schwierig, wie ich dachte. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Habe ich mal gelernt. Hier liegen überall welche. Wir könnten das eigentlich doch... doch mit mehreren Leuten machen. Sonst sind wir nämlich in 14 Tagen noch dran, statt dass wir die Mission beenden. So, du hast hier noch einen Kumpel. Wir verschieben schon mal ein bisschen nach oben. Ich werde den aber ein bisschen zurückziehen. Wir haben ja keine Reparatureinheiten. Halt, eigentlich sollen alle vorwärts. Und wisst ihr was? Diese Infanterieleute, die sollen wieder einsteigen. Sonst vergessen wir sie. Wo sind die anderen? Da ist noch einer. Okay, einsteigen. Nee, nicht gerade beim kaputtesten. Da ist voll. Hier. Haben wir alle drin? Müsste. Okay, gehen wir mal gucken. Die Armada rollt. Okay, die hauen ziemlich gut rein, muss ich sagen. Aber bis jetzt kam auch nicht wirklich massiv Gegenwehr. Noch keine Hubschrauber, keine Panzer. Ja, das könnte sich ändern. Wow, ist ja geil. Das sind wirklich richtige Killergeräte. Und das doch schon in so frühen Stadium des Spiels. Aber eben, ich weiß ja nicht, was uns sonst hier noch alles erwartet. Was ist das denn? Das ist ja riesengroß. Ah, so eine Art... Ah ja, klar, hieß es ja, Mautstelle. Okay. Für die Benutzung der Autobahn bezahlen. Ich glaube, das müssen wir heute nicht. Das ist aber schon gut. Ich muss echt sagen, ich genieße das, dass ich denen Befehle geben kann, dass sie irgendwo hinfahren und sie schießen eben trotzdem, wenn sie angegriffen werden. Nicht dieses olle... Ja, man muss dann im Prinzip, musste man denen dann sagen, dass sie anhalten sollen und dann haben sie gemerkt, dass sie schießen sollen. Oh, jetzt kommt hier aber doch eine richtige Armada. Ist dann die Frage, ob das intelligent ist, wenn die alle so auf einem Haufen stehen, aber ich denke mal, zusammen ist man stark und ich glaube, überfahren funktioniert ja nicht wirklich. So, hier soll mal der noch aussteigen, wenn der Panzer sowieso fast platt ist. Okay, das hat soweit auch funktioniert. Wenn du eh ausgestiegen bist, könntest du den hier noch mitnehmen. Du diesen hier. Was gibt denn das an Geld? Sieht man das? 50 Öhren, irgendwie sowas. Eigentlich, jetzt hätte man es gesehen, wenn ich hingeguckt hätte. Jetzt gucke ich mal nochmal. Ich gehe mal ein bisschen näher hin. Das interessiert mich jetzt einfach dahingehend. Ja, bringt das was oder bringt das nichts? Außer Spaß. Ja, 500. Okay, das ist in Ordnung. Geh du doch mal hier rein. Was bist du denn eigentlich für ein Kollege? Ein normaler Infanterist. Okay. Brechen wir auf? Ich würde sagen, wir brechen auf. Da liegt noch einer. Okay, den kannst du eigentlich noch mitnehmen.
Oh, oh, okay, geht schon los. Oh, speichere, das klingt gut. Neues primäres Missionsziel. Wahrscheinlich müssen wir jetzt... Ah, hier nochmal einen Außenposten bauen. Okay, wo baue ich den? Hier. Hm, Außenposten. Machen wir doch gerne. Aber ich sehe es kommen. Am Schluss greifen sie hier unsere Basis an. Und wenn wir das Gebäude verlieren, ist Feierabend. Da müssen wir aufpassen. Jetzt haben wir aber auch 10.000. Das heißt, wir bauen hier nochmal Panzer. Infanterie stellen die hier hin. Ich hoffe mal, die sind so weit geschult, dass sie, falls jetzt hier angegriffen wird, dass sie ein paar Meter laufen und nicht irgendwie nur einen Wirkungskreis von 10 cm haben. Mal gucken, mal gucken. Irgendwie, das ist irgendwie komisch beim Zoomen. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht, wie ich mich das sonst gewöhnt bin, wenn ich mit der Maus zurückziehe, dass sich der Winkel verändert. Geht nicht. Ich hätte jetzt gern hier mal durchgeguckt. Aber geht halt nicht. So, steht der Außenposten? Nein. Ist im Bau. Das ist all das. Da wird geschweißt und geschraubt, dass es eine Freude ist. Cool gemacht. Ich stehe hier auf so Sachen. Wenn das... Aha. Wandeln Sie den Außenposten... Okay, wir wandeln. Wie wandelt man so? Okay. Upgraden Sie den Außenposten. Sollen wir die noch wieder ein bisschen zurückziehen? Wir ziehen diesen einzelnen Herrn mal noch hier hin. Ich traue der Sache nicht. Ich bin fast überzeugt, dass irgendwann hier hinten das große Tohuwabohu losgeht. Upgrade complete. Aber deswegen... You'll need defensive turrets to hold the position. Oh, Verteidigungstürme, jetzt wird's interessant. Okay. Wo, wie, was? Bauen Sie eine Raffinerie? Wir bauen... Oh, wir haben neue Panzer. Heiliges bisschen, okay. Leichte Fahrzeuge. Eine Kaserne. Das könnten wir hier auch wieder bauen. Da fehlt aber das Aluminium. Okay, ist klar. Bauen Sie eine Raffinerie auf dem Aluminiumvorkommen. Hier. Geh du das hier mal erforschen? Oder können wir das auch hier raufbauen? Das kann durchaus sein. Doch, das können wir sogar bauen, ohne dass es erforscht ist. Aber wir machen das trotzdem mal. Denn wenn hier Feinde sind, bringt das nichts, wenn hier nachher unser Pionier hinfährt. Dann ist der relativ schnell Mause. Kann man, ich habe mich gerade gefragt, ob man nicht irgendwie die Fahrzeuge vielleicht reparieren kann. 750 brauchen wir dafür. Ich gucke gerade mal, was das alles kostet. Die Kaserne. Spear-Fahrzeugfabrik. Das können wir uns eigentlich vom Geld her leisten. Also bauen wir das. Und das Aluminium werden wir hier hinten gewinnen. Da müssen wir natürlich auch schon wieder ein, zwei Panzer. Wir bauen hier nochmal ein, ziehen die beiden Panzer ab. Die sollen hier beschützen. Einfach zur Not, falls irgendwas passieren würde. Irgendein Konvoi ist safe. Ich glaube, den hätten wir beschützen sollen. Der hat sich selber beschützt. Das ist ein ganz, ganz netter Konvoi. So. Vom Geld her können wir uns das leisten, dass wir hier mal ein bisschen zuschlagen. Oh, ich glaube, das war nur ein Zivilfahrzeug. Okay. Building completed. Spear Fahrzeugfabrik. Feindkontakt von hier oben. Okay. Oil field depleted. Los, angreifen. Aber Dali, sonst greifen die hier unsere... Können wir hier immer noch rein? Nein, können wir nicht. Oh, aber die sind doch relativ gut unterwegs, okay. Da können wir gleich noch ein bisschen Geld holen. Nicht die totschießen, wenn sie hier zappeln. Wir brauchen die noch. Was bist du für ein Fahrzeug? Gepanzertes Kampffahrzeug, Langstreckenmaschinenkanone. Sehr wirkungsvoll gegen Infanterie. Das müsste die gleiche Variante sein wie die hier oben.
Okay, wie viel? 300 haben wir Aluminium. Das wäre meine Frage gewesen, wenn ich es nicht gesehen hätte, bevor ich die Frage stellen konnte. 4.900, okay, wir machen hier gleich nochmal ein paar. Hier gibt es nochmal einen Panzer. Eigentlich liegen hier noch Leute, Jungs. Dass ihr das nicht automatisch macht, wenn sie in eurem Bereich liegen, ist dann doch ein bisschen enttäuschend. Denn die liegen natürlich nicht ewig. Das ist ein Sniper. Ich überlege gerade, ob ich die irgendwie in Häuser platzieren soll. Ich denke, einen Sniper könnten wir hier drin brauchen. In der Regel ist dann natürlich auch, wenn die in Häusern drin sind, dass die sozusagen auch Feinde anlocken. Also das kann gut sein, dass dann von den hier hinten plötzlich welche kommen, die versuchen, das Haus zu stürmen. 1500, wir können. Moment, wir bauen. Die Schwere. Nee, was ist das? Das ist... sie können nicht so weit weg. Ja, Panzerabwehrkanone. Das sind die Upgrades. Wir bauen das mal. Sie kommen zum Glück immer noch zu Fuß. Da stand aber gerade, dass wir 20 Hubschrauber zerstören sollen. Okay, die haben mit der Infanterie keine Chance gegen die Panzer. Das ist schon mal gut zu wissen. Wir werden das jetzt hier mal ein bisschen sozusagen fast schon umzingeln. So, hier unten sammeln sich die Leute, die wir bestellt haben. Da werden wir auch mal ein bisschen überall. Dann hört man früher, wenn jemand angreift, weil die das natürlich sehen. Oh, wo? Andere Seite. Ja, das ist das, was ich meinte. Genau, jetzt versuchen sie natürlich, dieses Haus zu erwischen. Auch noch. Außenposten. Ah, okay, das ist schlecht. Die Hubschrauber sind dann doch stabiler, als ich dachte. Und der stürzt da in den Fog of War. Okay, Mist, ein Fahrzeug verloren, aber wir haben ja hier gleich Ersatz. Geh du mal dahin. Dieser Abwehrturm, wie nennt man die Teile denn? Moment. Sentinel-Turm, aha, okay. Wirkungsvoll gegen Infanterie und leichte Fahrzeuge. Panzerabwehr, Starstrike. Ich würde gerne Flugabwehr haben. Wir bauen hier nochmal eines hin. Erst muss natürlich der Außenposten stehen, damit wir genügend Strom haben. Das wäre dann hier oben. Unschwer zu erkennen. Was höre ich denn hier bloß immer die ganze Zeit? Das macht einem ja ganz kirre. Feindkontakt höre ich. Oh, hier vorne. Halt, Kamera. Okay, sind aber wieder Fußgänger, aber in rauen Massen. Schafft ihr das hier? Los, weich du mal zurück. Das sind dann doch ein bisschen viele von denen. Okay, hui. Ah, okay. Die schießen aber doch auch auf die Hubschrauber. Das ist ja schon mal sehr schön. Wow, das ist ein cooles Gerät. Wie grade ich das ab? Da brauchen wir Geld. Okay, wir haben kein Geld mehr. Da müssen sie erst oben wieder... Kann ich das reparieren? Das ist natürlich auch noch die Frage. Irgendwie müsste man das doch reparieren können, das Ding. Oder repariert sich das automatisch? Nein. Oh, aber hier hat es ja Hubschrauber. Sag mal, da bricht ja... Das ist ja die Seuche. Von hier unten kommen sie nicht mehr. Okay. Der Außenposten steht aber. Okay, wie viel Strom haben wir denn? Plus 4. Warum haben wir denn kein Geld? Leben die hier oben noch? Eigentlich müssten die doch... 1, 2, 3... Die müssten doch eigentlich bauen. Wir haben kein Geld. Keine Vorkommen. Okay. Mist, aber jetzt können wir natürlich keine neue Raffinerie mehr bauen. Wir haben kein Geld. Jetzt habe ich das optionale Ziel verpasst. Okay, damit werde ich leben müssen. Und da kommt schon der Nächste.
Okay, die attackieren hier eher auf die hässliche Art und Weise und uns gehen dann langsam die Fahrzeuge aus. Wenn wir natürlich nur noch mit Aluminium arbeiten können. Aber Aluminium hätten wir genug. Wir brauchen mal hier oben noch. So, wir müssen halt einfach möglichst viele von diesen Türmen bauen. Da bräuchten wir Geld für die Upgrades. Das ist natürlich schlecht. Wisst ihr was? In der nächsten Folge gucken wir, wie wir zu Geld kommen. Wir müssen irgendwo nochmal einen Rohstoff vorkommen, finden. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich verabschiede mich aus einem hitzigen Gefecht. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, damit ich hier nicht ganz alleine gegen die kämpfen muss. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.